Hallo zusammen, mein Name ist Erik und wir fassen die 10 wichtigsten Punkte zusammen, möglichst schnell zu leveln. Gerade am Anfang ist es sehr wichtig, Level 15 zu werden, um den Flea Market freizuschalten, aber auch in der Folge Level 42 zu erreichen, alle Händler freizuschalten, Zugriff auf alle Items zu haben, ist wahrscheinlich wichtiger als je zuvor, weil der Flea Market doch einigermaßen beschränkt wurde. Also, 10 wichtigsten Tipps, let's go! Habt immer eine Quest in der Hinterhand. Überlegt euch also, bevor ihr eine Runde startet, welche Quest ihr nebenbei machen könnt. Dabei geht es nicht darum, dass man eine Quest forciert und sich zwingt, diese Quest zu erfüllen, sondern es geht darum, dass man die Möglichkeit haben muss, in einer Runde eine Quest erfüllen zu können. Also vor einer Runde sich zu überlegen, okay, die Quest und die Quest ist offen und das kann ich nebenbei mitmachen, um die Chance zu haben, die XP für die Quest mitzumachen, wenn man in einen Raid reingeht, ist unglaublich wichtig, weil es so viel XP für abgeschlossene Quests gibt. Überleben. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber der Survive-Bonus ist immens. Das ist ein großer Faktor, der eure XP nach einer Runde wirklich extrem verstärkt. Also ihr bekommt viel mehr XP, wenn ihr überlebt. Und das bedeutet, dass gerade am Anfang eines Vibes es besser ist, zweimal reinzugehen, als unbedingt noch ein paar Minuten länger drin zu bleiben, um noch den einen Kill oder den einen Loot-Spot mitzunehmen. Lieber mehr rein, öfters reingehen, früher rausgehen, auf Sicherheit spielen und dafür überleben. Besonders viel XP bringen Raider und Bosse. Das bedeutet, wenn ihr Labs-Karten habt, nutzt diese. Es bringt viel mehr, sie zu nutzen, als sie zu verkaufen. Gerade am Anfang eines Vibes ist Labs nicht so überlaufen. Wenn ihr eine Labs-Karte habt, glaubt mir, da sind nicht viele Spieler drauf. Und da guten Loot rauszubekommen, indem ihr die Raider tötet und vor allem viel XP zu bekommen für die Raider-Kills, lohnt sich absolut. Viele beginnen ihre Level 1-Erfahrung auf Customs, also auf dem Zollgelände, weil hier die ersten Missionen zu machen sind. Natürlich ist Customs entsprechend überlaufen und jeder versucht, die Uhr zu holen und die Escapes zu töten und die Shotguns abzugeben. Alle sind auf Customs. Es gibt zwei super Alternativen zu Customs, und zwar ist die erste Alternative Woods, also die Wälder, wo ihr hingehen könnt, um Jäger freizuschalten. Jäger Level 1 bringt so viel, ihr müsst dazu sozusagen nur auf das super entspannte Woods am Anfang gehen und habt dann Level 1 Jäger unter anderem die Möglichkeit, die Shotgun zu kaufen, die ihr dann wiederum für die Prapo Level 1 Quest einsetzen könnt, unter anderem. Aber generell Jäger auf 1 frei zu haben, zusätzliche Missionen zu haben, ist unglaublich wertvoll. Die zweite gute Möglichkeit meiner Meinung nach ist am Anfang auf Interchange zu gehen. Auch auf Interchange ist am Anfang nicht so viel los und man bekommt richtig gute Items. Am Anfang braucht man wirklich alle Items, gerade was Schrauben angeht, Benzin, Kleber, was weiß ich was alles. Und diese ganzen Sachen findet man einfach in erhöhter Chance auf Interchange. Was aber auch eine Folge aus den Interchange-Runs sein kann, ist die Tatsache, dass ihr dann bei Mechanic Level 1 die MP1-3 kaufen könnt. Und das Besondere an dieser 1-3 ist, dass sie Komponenten hat, die ausreichen, um sie direkt für die Gunsmith Quest 1 einzulösen. Ihr braucht nämlich nur zwei kleine Items, um diese Waffe fertig zu machen. Aber bevor wir uns diese Items angucken, schaut euch an, was wir brauchen für den Trade, nämlich zwei Elite-Players und einen Schraubenzieher. Und die Sache findet ihr natürlich auch super, super viel auf Interchange. Und zwar sieht Gunsmith 1 bei Mechanic so aus, dass ihr eine modifizierte MP1-3 abgeben müsst. Und mit diesen drei Komponenten ist die Waffe tatsächlich abgabebereit und ihr könnt eine ganz frühe Gunsmith 1 abschließen. Das erste Item, was ihr braucht, ist dieser blaue Laser Level 1 Skier. Der kommt an die Shotgun dran. Und das zweite Item ist Level 1 Jäger, der Plastikpistolengriff. Der kommt ebenfalls an die Shotgun dran und dann habt ihr Gunsmith 1 schon fertig. Ja, und das geht natürlich nur, wenn ihr Jäger 1 schon freigeschaltet habt. Also ihr merkt schon, das Ganze ergänzt sich richtig gut. Ganz ehrlich, Zeit für Customs ist dann immer noch ohne Ende. Und wenn ihr gegierter seid, so ein bisschen gesnowballt habt, dann fällt euch das Ganze auch viel, 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 viel einfacher, auf Customs komplett zu eskalieren. Eine sehr, sehr unterschätzte Strategie sind Night Raids. Nachts rauszugehen, wenn ihr ein Nachtsichtgerät findet, nutzt es, verkauft es nicht sofort. Nutzt es und geht nachts rein. Ihr habt nachts einen riesen Vorteil. Gerade am Anfang ist keiner nachts auf den Maps. Ihr habt sowieso schon grundsätzlich nachts ein leichteres Spiel. Und momentan am Anfang des Vibes, es ist umso einfacher, Nachtsichtgeräte oder gute Monitoreinstellungen, aber nutzt eure Nachtraids.
Quests sammeln. Wenn wir schon dabei sind, über Quests zu reden, dann schaut euch die Quests an, die ihr bekommt. Und zwar macht es immer Sinn, wenn ihr auf eine Karte geht und dort eine Quest machen müsst, dass ihr Quests parallel macht. Also versucht, gleichzeitige Quests zu machen. Und das macht ihr, indem ihr mehrere Quests zur Auswahl habt. Also je mehr Quests ihr offen habt, desto mehr Möglichkeiten habt ihr auch, diese zu kombinieren. Das fügt sich auch hinzu mit den Daily- und Weekly-Quests. Die Daily- und Weekly-Quests haben die Eigenschaft, dass sie oft sozusagen alleinstehend gar nicht so viel bringen, aber die lassen sich so gut kombinieren, zum Beispiel töte 5 PMCs, ja, kombiniert man das doch auf Shoreline mit irgendeiner Quest, die man sowieso machen muss. In der Regel ist es nämlich so, dass eine Daily oder Weekly den Fokus zu setzen auf eine Daily oder Weekly nicht so viel bringt, wie den Fokus auf eine normale Quest zu setzen. Sie aber zu kombinieren mit euren Quests bringt unglaublich viel. Und was in dem Bezug auch wichtig ist, sind die Scuff-Missionen. Es gibt so viele Missionen, Scuffs zu töten. Töte Scuffs hier mit dem gebrochenen Bein, mit der und der Rüstung, mit der und der Waffe. Und diese Scuff-Missionen aufzubewahren, bis ihr sie kombinieren könnt mit einer Hauptquest, prägt so viel, weil ihr dadurch diese Quest einfach mitmachen könnt, ohne 1, 2, 3, 4, 5 Stunden zu verbringen, nur um diese eine Quest zu erfüllen mit den Scuffs, die ihr sonst hättet locker kombinieren können. Gutes Gear. Spielt das Gear, was ihr findet. Spielt es und verkauft es nicht. Eine gute Weste am Anfang des Vibes bringt tausendmal mehr für eure Überlebensrate, als dieses zu verkaufen. Genauso mit der Munition. Achtet darauf, dass ihr nicht nach der Waffe entscheidet, welche Waffe ihr spielt, sondern nach der Munition, die ihr zur Verfügung habt, entscheidet ihr, welche Waffe ihr spielt. Und denkt auch an die Kopfhörer. Am Anfang schon kann man die günstigen Kopfhörer kriegen. Nämlich bei Level 1 Prapor, da kriegt man schon die GSSH und die sind schon sehr, sehr gut für den Anfang. Und auch bei Level 1 Gear bekommen mittlerweile die M32, die auch sehr, sehr gut sind. Also ihr habt die Möglichkeit, von Anfang an Kopfhörer zu kaufen. Nutzt diese Chance und nehmt sie mit. Gewöhnt euch von Anfang an dran, beziehungsweise erkauft euch diesen Vorteil mit Kopfhörern. Ich persönlich mache es sogar so, dass ich lieber Kopfhörer mitnehme als eine Rüstung. Und apropos Rüstung, nehmt immer eine Rüstung mit, wenn es auch nur eine Packerrüstung ist. Selbst die Packerrüstung schützt euch vor Scav-Pistolen, vor Shotguns. Also alles, was ihr mitnehmen könnt, ist tatsächlich wertvoll für eure Überlebensrate. Einer der wichtigsten Tipps, und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, ist die Itemliste. Wenn ihr auf die Seite geht, auf unsere EFT-Seite und da ganz runter scrollt, also Link unten in der Beschreibung, kommt ihr auf die Linkliste und hier unter der Kategorie Items findet ihr alle Quest-Items. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr diese schöne Übersicht. Das sind alle Quest-Items, die momentan bekannt sind, die man braucht. Diese Bilder werden natürlich aktualisiert. Und es hilft ungemein, am Anfang schon zu sehen, was man später braucht. Also wenn man früh in Raids reingeht, bereits Items zu sammeln, die man für spätere Raids braucht. Also dass man dann schon Raids für Items für später mitsammelt. Und gerade wenn man dann zum Beispiel an die Quest kommt, wo man diese 5 Zigarettenschachteln hier abgeben muss und man hat schon alle gesammelt, kann die direkt abgeben, dann hat man auch hier wieder perfekt kombiniert. Man kann die Sachen hier abstreichen, mit Paint zum Beispiel kann man die Items durchstreichen. Es gibt auch Programme, wo man Items sammeln kann. Muss jeder machen, wie er es für richtig hält. Ich persönlich finde es hier am einfachsten, weil ich hier die schöne Übersicht habe. Und sich so ein bisschen an dieser Liste zu richten, damit man weiß, was man auf gar keinen Fall verkaufen sollte, hilft ungemein. Mein absoluter Favorit für die Level 1 Waffe ist die VPO 136. Ich liebe diese Waffe, weil sie so universell einsetzbar ist. Ich habe auch ein separates Video dazu gemacht. Guckt es euch gerne an, wenn ihr darüber mehr wissen möchtet. Das Ding ist, dass sie schon frühzeitig die günstige Level 1 Munition von Prapor verschießt. Mit guter Pen, gutem Schaden, große Magazine. Die Waffe an sich ist günstig. Man findet sie bei Scavs, man kriegt sie wieder. Man kann frühzeitig direkt Level 1 einen Wurfpunkt drauf machen und. Hat nur Vorteile. Tolle Level 1 Waffe, absolute Empfehlung. Und last but not least, und zwar wirklich nicht least, ist diese Questliste hier. Diese Questliste hat den Vorteil, dass man sieht, was einen in Zukunft erwartet. Wenn man jetzt die ersten Quests macht, wie geht das Ganze weiter? Und das hilft dabei, nicht in Sackgassen zu enden. Wenn ich zum Beispiel Debüt mache und danach denke, okay, mache ich jetzt die Search Mission oder Checking, dann mit dieser Liste sehe ich, dass Checking absolut Sinn macht, weil ich mir dadurch 2 weitere Quests öffne, während ich bei Search Mission, die nicht mal Kappa-relevant ist, by the way, in einer Sackgasse lande, sodass ich hier überhaupt keinen Benefit habe für den weiteren schnellen Progress.
Außerdem helfen solche Listen ungemein dabei, sich zu überlegen, in welche Richtung man den Progress führen möchte. Hat man zum Beispiel eine gewisse Waffe, die man später spielen möchte, zum Beispiel die MK47 oder die AK-103 und möchte von frühzeitig die BP-Munition freischalten, kann man sich überlegen, welche Quests man freischalten muss und wie man sich dahin arbeiten kann, um so schnell wie möglich diese mit Munition freizuschalten. Auch um gewisse Container zu finden oder sonstige Items freizuschalten oder Rüstungsgegenstände, kann man sich Pfade überlegen, wie man am effektivsten vorgehen möchte. Aber schlussendlich, selbst wenn man kein konkretes Ziel hat und einfach darauf losquestet und eben nur vermeidet, nicht in Sackgassen zu landen, hilft das trotzdem noch zusätzlich, die Motivation aufrechtzuerhalten. Denn oft weiß man gar nicht, ist einem gar nicht richtig bewusst, was man schon alles geschafft hat. Dieser Riesenwust an Quests ist manchmal sehr unübersichtlich und man denkt, oh, ich komme einfach nicht weiter, guckt sich dann diese Übersicht an und denkt, wow, ich habe schon einiges geschafft. Und das ist am Ende des Tages irgendwo auch ein psychologischer Effekt, der einen motiviert, weiterzumachen, weil man sieht, wie viel man schon erreicht hat. Ich hoffe, das Ganze hat etwas geholfen. Die anderen Videos findet ihr hier. Leute, ich wünsche euch schon mal viel, viel Spaß und vor allem Erfolg beim Leveln. Treibt's nicht zu wild, bleibt gesund und sauber. Und ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Hasta luego.